Wir haben uns heute hier versammelt, um gegen einen Anlass, nämlich eines Massakers an 30.000 politischen Gefangenen im Iran vor 30 Jahren in den iranischen Gefängnissen aufmerksam zu machen, zu protestieren, die Lage der Menschenrechte im Iran darauf hinzuweisen und die Menschen hier aufzufordern, im Iran einzuwirken, beziehungsweise Politiker, Diplomaten und alle Möglichkeiten in Bewegung zu setzen, um ein Ende zu bekommen für diese schreckliche Situation im Iran. Ich bin sicher, dass diese Kundgebungen und diese Veranstaltungen, die weltweit stattfinden, das ist parallel in mehreren anderen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich, wie England, wie in den USA und auch hier, schon einige Wirkungen haben auf die Lage im Iran und die Menschen verstehen das, dass das halt also im Iran ein Unrecht passiert und Grausamkeit gegen die Menschen ausgeübt wird. Aynuka ala al-alam.